Das Potsdamer Naturkundemuseum pflegt seit 1995 eine umfangreiche Privatsammlung von ca. 9.400 Tag- und Nachtfaltern, die hier in 87 Kästen lagern. Die Schmetterlinge unterschiedlichster Couleur gehörten dem Physikochemiker, Entomologen und Ehrenbürger der Stadt, Max Vollmer, der sie über mehrere Jahrzehnte hinweg in verschiedenen Ländern und in seinem Garten in Babelsberg gesammelt hat. Vollmer wurde 1885 in Hilden geboren, studierte in Marburg und Leipzig Chemie, lehrte und forschte in Hamburg und Berlin und lebte seit 1924 in Potsdam-Babelsberg, wo er für sich und seine Frau Lotte ein Einfamilienhaus bauen ließ. Die Entomologie, also die Insektenkunde, war nicht sein wissenschaftliches Fachgebiet, sondern vor allem seine private Leidenschaft. Seine wissenschaftlichen Leistungen, für die er bis heute bekannt ist, liegen hingegen auf dem Gebiet der physikalischen Chemie. Vollmers wissenschaftliches Hauptwerk Kinetik der Phasenbildung erscheint 1939. Außerdem gehört das Kristallwachstum zu seinen Hauptforschungsgebieten. Hervorzuheben ist, dass Vollmer zeitlebens nicht nur theoretisch forschte, sondern auch immer bestrebt war, seine Erkenntnisse und Erfindungen in die Praxis zu übertragen. 26 Patente verschiedenster Art gehen auf ihn zurück. Darunter sind Verfahren zur Bestimmung von Gasen. Also vor allem im Ersten Weltkrieg war seine Aufgabe, Kampfgase zu detektieren. Da hat er so eine Sonde entwickelt. Er hat ein Verfahren entwickelt, um ein Relais herzustellen. Aber was vielleicht interessant ist, er guckte also nicht nur in die physikalische Chemie hinein, er hat auch eine Hautschutzsalbe, eine Sonnenschutzsalbe patentieren lassen, die uns also vor den UV-Strahlen schützen sollte und die Verbrennung der Haut vermeiden sollte. Auch sowas gab es bei Vollmer. Seit 1922 wirkte Max Vollmer als Professor an der Technischen Hochschule in Berlin und genoss ein hohes Ansehen bei seinen Studenten und Kollegen. Und er war mit vielen Wissenschaftlern seiner Zeit, mit Einstein, mit Ardenne, mit Lise Meitner und vielen anderen, mit Hertz beispielsweise, mit Otto Hahn befreundet. Und es gab zwischen den Wissenschaftlern einen regen Austausch, was sicherlich dazu geführt hat, dass manche Entdeckung oder Erfindung beschleunigt worden ist. Privat begeisterte sich Max Vollmer neben der Insektenkunde auch für Kunst und Kultur, insbesondere für Musik. Es gibt Berichte, dass in den Gartentreffen, die da in Babelsberg veranstaltet worden sind, auch Albert Einstein die Geige geschwungen hat und da tolle Musikabende mitgestaltet hat, Lise Meitner dort war. Also ein Großteil der wissenschaftlichen Haute-Volée auf dem Gebiet, wo er tätig war, sich dort traf und die Gesellschaft Vollmers genoss. Seine Frau war auch eine der aktiven Teile dabei, die also diese Freundschaften pflegte, unterhielt und über fachliche Themen auch mitsprechen konnte, denn sie kamen ja auch aus diesem fachlichen Bereich wie Max Vollmer. Während der NS-Zeit fanden in Not geratene Mitmenschen bei Vollmer Hilfe und Zuspruch. Dadurch entstandene Einschnitte in seinem Forscherdasein nahm er in Kauf. Nach dem Zweiten Weltkrieg geht das Ehepaar Vollmer in die Sowjetunion, wo Max Vollmer mit anderen Spezialisten wie Ardenne und Hertz in einem für ihn neuen Gebiet, nämlich der Atomforschung, arbeitet. Der Herstellung von Atomwaffen stand Vollmer aber ablehnend gegenüber und unterstützte in den 50er Jahren ein entsprechendes Manifest. Ab 1955 lebt das Ehepaar Vollmer wieder in Potsdam-Babelsberg. Noch im selben Jahr ernennt die Stadt Potsdam Max Vollmer zum Ehrenbürger. Außerdem wird er Präsident der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Doch nach nur knapp 3 Jahren muss er dieses Amt aus gesundheitlichen Gründen wieder aufgeben. 1965 stirbt Max Vollmer 80-jährig und wird auf dem Babelsberger Goethe-Friedhof beigesetzt. In Potsdams Stadtteil Zentrum Ost erinnert bis heute eine Straße an den begnadeten Naturwissenschaftler. Und es gab 2005, als Max Vollmer seinen 120. Geburtstag feierte, oder gefeiert hätte, muss man sagen, auch ein Erinnern in Potsdam an der Stadt, weil dieses Datum fiel gleichzeitig, das Jahr, auf den 50. Ernennungstag sozusagen, oder Ernennungsjahr der Ehrenbürgerschaft. Und wir haben zu diesem Anlass in Potsdam im Naturkundemuseum eine Ausstellung gezeigt, wo wir sowohl die Leistung Max Vollmers gewürdigt haben, gemeinsam mit seiner Heimatstadt Hilden, die also auch eine Ausstellung hatte. Es gab einen sehr engen Kontakt zu der Zeit mit Hilden. Und natürlich auch eins getan, wir haben das, was wir haben von Max Vollmer, die Sammlung auch gezeigt, die sonst hier eigentlich kaum zu sehen ist.
die andere Seite von Max Frommer gezeigt, der also Insekten sammelte und uns das heute erhalten hat. Wir also Aussagen über bestimmte Dinge der Insektenwelt in Babelsberg machen können. Und natürlich auch, was wir bis jetzt vergessen haben, er war auch Orchideensammler. Er hat auch Orchideen gesammelt, davon haben wir heute nichts. Wir wissen aber, dass er in seinem Garten, das habe ich persönlich erleben dürfen, Orchideen gezüchtet hat. Und ich kenne auch die tollen Frauenschuhe, die in Babelsberg im Garten von Vollmers zu sehen waren und geblüht haben.